Hallo und guten Morgen zu einer neuen Folge City Skylines Turnable. Und heute wollen wir mal versuchen, das Problem der fehlenden Güter in den Griff zu kommen, in den Gewerbegebieten hier überall. Hier haben wir Güter, die fehlen. Jede Menge hier an der Straße, hier oben. Hier auch. Wir haben hier schon einen Güterbahnhof hingestellt. Und hier unten auch einen für das Tourismusgebiet. Aber irgendwie haut das alles nicht so richtig hin. Dann haben wir hier eine quasi Bundesstraße, die von Fahretoft über Wappenbüttel nach Tönnebüll führt. Und das wird fürchterlich nicht genug sein. Also müssen wir vielleicht einen Passagierbahnhof hier noch hinpacken, was ein Stück weit vielleicht... Was ein Stück weit vielleicht problematisch ist, weil der macht dann wieder Lärm und so. Und was sie hier vielleicht noch hier eine Straßenverbindung, ich meine, hier läuft ja eh schon eine Straße so halb längs, die könnte man verbreitern und dann hier eine Autobahnauffahrt machen, damit und hier raus auch eine Autobahnauffahrt, damit quasi nicht der ganze Autobahnverkehr hier in unseren Kreislauf kommt. Weil hier haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen einen Stau hier, einen Dauerstau. Und wenn wir das hier verbinden an den beiden Enden, dann glaube ich, würde zumindest der Verkehr zur Uni würde dann über diese Auffahrt laufen. Der Verkehr hier nach Tönnebüll und nach Fahrtoft würde über diese Auffahrt laufen. Das wäre, glaube ich, günstig. Ja, also das ist das, was wir erstmal versuchen. Und dann versuchen wir weiterhin... Ach Gott, guckt euch mal die... Guckt euch die Bahnlinie an, die ist auch ganz rot. Aber da können wir nicht viel bei machen, weil ich habe keine Ahnung, wie man mehrgleisige Bahnstrecken baut, die tatsächlich funktionieren als solche. Naja, fangen wir mal hier unten an. Hier ist so schön frei. Ach ja, was wir erstmal gucken können, ist hier die auswärtigen Verbindungen. Wo waren die? Ja. Da können wir sehen, was genau. Das hier, hier wird überall, wo violett ist, werden Güter, fertige Güter importiert, weil wir keine generischen Industriezonen haben. Das heißt, es wäre vielleicht gut, wenn wir hier eine hinpacken, da eine hinpacken, beziehungsweise hier vielleicht zwischen den Kreisel, wenn wir hier Industrie machen, dass sich das verteilt und hier oben noch ein bisschen. Also in Ockholm haben wir zwar generische Industrie, aber die produziert nichts, was wir in der Stadt brauchen, sondern hier werden Waldprodukte, Agrarprodukte und Erzprodukte werden hier importiert, um dann in irgendwas verwandelt zu werden. Was wir auch machen könnten, was wir vielleicht hier hinpacken könnten, obwohl hier wollte ich eigentlich einen Park hinmachen, da bei diesen alten Bunkeranlagen. Aber wir könnten hier auch Fischereiindustrie machen, dann hier so ein paar Fischereilinien machen und dann hier eine Fabrik bauen, die Fische in Dosenfisch verarbeitet, die auch als Goods gelten. Das würde dann quasi diese Region versorgen und wir bräuchten nicht mehr importieren. Das wird dem Verkehr auch helfen. Ja, so gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Aber fangen wir erstmal an mit den Autobahnauffahrten hier. Also das ist ja schon fast eine. Da bräuchte man eigentlich hier nur so Straßen hoch und runter machen. Aber ich versuche hier mal eine richtige Auffahrt reinzulegen. Vielleicht muss ich hier auch die Bahnlinie ein bisschen weiter nach Norden legen, damit sich das nicht ins Gehege kommt. So. Ja, okay. Fangen wir mal mit der Bahn an. Dann ist sie aus dem Weg. So. Okay.
können wir hier runter. Ah. Uff. Jetzt wohnen die Leute da an den Gleisen, aber es tut mir leid. Aber das ist dann halt so. So, und jetzt die Autobahnen. So, mal gucken, was haben wir denn da als Optionen bei den Autobahnkreuzen. Wir könnten hier sowas bauen. Das wäre fast ideal, aber... ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen hier mit den... Ne, da ist auch schon wieder die Bahnstrecke im Weg. Aber das macht nichts. Versuchen wir das mal. Das ist, glaube ich, optisch am ansprechendsten. So, gut. Damit wir da durchkommen, müssen wir hier unter die Erde gehen. So, und dann brauchen wir hier unseren... Sieht gut aus, oder? Na, nicht ganz so gut, aber... So, was waren das für... Das waren die hier, ne? Okay, und hier... Ja, sehr gut. Okay, das hat auch besser geklappt als gedacht. Jetzt können wir die verbinden. Und wir haben eine coole Autobahn. Wollen wir noch eine Mittelverbindung machen hier? Dass nur die, die auch wirklich auf die Autobahn wollen, hier in den Kreisel fahren. Gucken wir erstmal, wie es läuft. Das können wir dann immer noch machen. So, ja. So, das ist Nummer 1. Das ist schon mal gut. Und hier unten haben wir dann ein ganz ähnliches Problem. Können wir ein Gebiet kaufen? Nein, können wir nicht, sonst hätten wir das hier gekauft. Haben wir eine kleine Auffahrt? Irgendwas Kleines, was wir hier hinbauen können? Nein. Nein. Das sieht gut aus. Das können wir hier mit den beiden, ja, mit den beiden Kreisverkehren. Da kommen wir vielleicht sogar unter die Bahnlinie mit. Welcher war das jetzt? Der nicht? Der war das, ja. Sehr gut. Das ging doch alles einfacher, als ich das vermutet habe. Ja, ist alles ein bisschen krumm und schief, aber das können wir dann nachher noch begradigen. So. Sieht schon gar nicht mehr so. Damit wir die keine allzu strengen Kurven hier an der Autobahn haben, wie hier zum Beispiel. So. So. Okay. Okay,
Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Und dann müssen wir jetzt noch den Strom verbinden. Jetzt haben wir wieder alle Stromausfall hier. So. Aber der schönste Kreisel bringt uns nichts, wenn da keine Straße reinführt. Also wollen wir mal hier. Warte mal, also der kann mal hier. Können wir hier zur Uni führen? Hier geht's ab zur Uni. Und zwar direkt hier hin. So. So, und hier unten. Das machen wir mal nicht nach Süden, weil vielleicht kriegen wir noch eine Südverbindung hier auf dieser Karte. Alles möglich. Hier unten könnten wir auch Fischerei machen, fällt mir gerade auf. Das wäre dann direkt an der Autobahn. Aber die würden dann komplett hier alles verstopfen, die Laster. Also lassen wir das lieber, machen wir lieber hier oben irgendwo. Hier zwischen den beiden Gebieten ist eigentlich ideal. So. Okay. Wollen wir da gleich eine breitere Straße machen, weil abzusehen ist, dass hier viel Verkehr sein wird. Machen wir einfach mal. So. Unter den Findlingen durch. Das war nicht Sinn der Sache. Warte mal, machen wir mal die weg. So, dann hier. So. Und die Straße kann jetzt wieder hier rein. Machen wir mal nicht direkt da, sondern hier so. So. Gut. Wenn wir jetzt diese Straße breiter machen, dann geht uns der schöne Zaun flöten. Aber den können wir ja neu bauen. Ah, und hier steht ein Lagerhaus. Oder was ist das? Das ist ein Recyclingcenter, okay. Das bauen wir mal hier hin. So. Gut. So, jetzt müssen wir diese Leute leider in ihrem Wohngebiet ein bisschen aufrütteln. Bis zu dieser Kreuzung. Wo ist das Problem? Warum kann ich das nicht anpassen hier? So. Geht nicht. Zu wenig Platz. Ist zu eckig hier. Der Winkel ist zu spitz. Okay. Warum geht das immer noch nicht? Was ist da los? Was ist das hier? Hier ist irgendwas. Ein Goethe steht hier rum. Okay, den Goethe packen wir mal woanders hin. Da hast du Goethe. Was ist das hier? Pinienresidenz. Das sind alles Häuser. Die müssten eigentlich Platz machen, wenn ich hier Straßen baue. Ja, jetzt geht's aus. War der Goethe. Der Goethe war im Weg. Okay. So. Aber der Winkel ist immer noch zu spitz. Also müssen wir ihn ein bisschen stumpfer machen. Hier zum Beispiel. Oder ich nehme mal die Snap-Tools weg. So.
So. Dann wollten wir hier einen Kreisverkehr machen, weil das wahrscheinlich bitter nötig ist. Da steht natürlich auch eine Statue im Weg. Zwei Statuen sogar. Okay, die packen wir mal hier beim Goethe erstmal hin. Ja. Die auch. So, und dann Kreisverkehr. Wenn weißt du gar nicht weiter mehr, hilft bestimmt ein Kreisverkehr. Die Graf-Spee-Straße sieht ein bisschen komisch aus jetzt. Die hier auch. Okay. Was ist das hier? What? Irgendwas ist da verkehrt hier. So. Ah, falsch rum. So, so ist besser. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt die Straße verbinden können. Geht doch. Gut. Jetzt haben wir hier Häuser direkt am Kreisverkehr. Das geht natürlich nicht. Und die sind eh krank. Und wir brauchen ein bisschen Gewerbegebiet. Also warum packen wir das nicht hier rein? Da, wo die Leute gesagt haben, ist zu laut hier. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir unsere Statuen hier wieder reinkriegen in das Gebiet. Da zum Beispiel. Und hier eine. Und da haben wir noch den Beethoven. Der kommt hier hin. So, dann machen wir hieraus einen Kreisverkehr mit Kreisverkehrsverkehrsregeln. Und dann glaube ich, haben wir das zumindest einigermaßen gut angebunden. Jetzt müssen wir noch diese Gegend hier verbinden. Dazu müssen wir auch ein Haus leider abreißen. Aber das ist sowieso ein Laden, der keine Waren hat. Okay. So. Campergraben. Okay. Machen wir da eine breitere Straße draus. Bisschen breiter darf es werden, finde ich. So. Okay. Wollen wir hier jetzt noch einen Bahnhof hinpacken? Hier vielleicht. So ein bisschen abseits von dem ganzen Kladderadatsch. Ich meine, das hat jetzt überhaupt gar nichts Nordfriesisches mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Diese ganzen Autobahnen und Autobahnkreuze und so. Das ist eigentlich eher was, was man hier nicht so hat. Dafür hat man hier Arterien, also quasi die Bundesstraßen sind unsere Arterien in Nordfriesland. Und da wohnen direkt Leute dran, teilweise an der B5 und so. Oder sind direkt Bauernhöfe dran und der Verkehr wird runtergebremst durch die Traktoren. Alles das, was man hier in diesem Spiel eigentlich versucht zu vermeiden. Weil es sonst auf den größeren Einwohnerzahlen nicht mehr spielbar ist. Insofern müssen wir hier Abstriche mit der Realitätstreue machen. Ja, aber wie gesagt, wir müssen hier irgendwo, hier in die leeren Flecken müssen wir irgendwie noch Industrie packen und hier vielleicht Fischerei hin. Was ein bisschen ungünstig ist, weil jetzt haben wir hier schon die Bahnstrecke hin verlegt.
Also müssen wir vielleicht das Gebiet hier wirklich als boah. Ich meine, die Bunker können wir ja weglegen, ne? Und dann können wir hier vielleicht schon mal ein wenig Fischerei hinbauen. Mal gucken, was haben wir hier? Fischereihafen. So, hier passt natürlich nichts hin, aber hier, das kann man direkt anschließen, das wäre ideal. So. 2, 3, 4, dann haben wir alle Sorten Fisch, glaube ich, wenn wir 4 haben. So. Das Tolle, was ich auch nicht wusste, ist, dass man die Fischereilinien, also die Fanglinien, die Fangrouten, die die haben. Oh, ist nicht euer Ernst. Die beiden kann ich nicht verbinden. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt geht's. Gut. Dass die Fangrouten nicht innerhalb des Stadtgebiets sein müssen. Also ich kann die auch hier rausschicken und in den See und sonst überall. Das heißt, wir kriegen alle 4 Fischsorten, die es gibt. Das wäre prima. Und dann können wir hier unten vielleicht die Fischfabrik hinsetzen, die dann aus den Fischen gleich Consumer Goods macht. Und damit hätten wir einen Teil des Verkehrs, der dafür sorgt, dass hier die Läden beliefert werden, eingespart. Man merkt, ich habe einige YouTube-Videos, wie man diese No Goods to Sell Meldung kriegt, gesehen. Also wie man die behebt, die Fehlermeldung. Und jetzt hoffen wir mal, dass das auch so klappt. Gut, Fisch, Fisch, Fisch. Wir können hier noch Aquakultur hinbauen. Theoretisch. Aber hier vielleicht. Nee, ist alles nicht im Stadtgebiet. Okay, dann nicht. Aber lassen wir mal. Die haben keinen Strom, aber das ist einfach gefixt, weil hier unten ist ja direkt eine Stromleitung. Gut, dann brauchen wir, wie gesagt, unser Fischmärkte kaufen frisch Fisch von Häfen und Aquakulturen und verkaufen direkt und ohne Weiterverarbeitung an Endkunden weiter. Das ist was, das gut hier ins Tourismusgebiet passen würde, würde ich sagen, ne? Hier so. So, allerdings müssten wir dann vielleicht hier unten auch ein, zwei Aquakulturen hinbauen oder sowas, damit hier auch Fische kommen. Am besten hier in der Nähe. Oder muss ich die Stege hier wegmachen? Obwohl hier brauche ich noch nicht mal was wegmachen. Obwohl das ist mitten im Park, ne? Das wäre dann mitten im Park. Naja, gucken wir uns gleich an. Werden wir erstmal fertig mit einem Fischereigebiet hier. Und hier haben wir die Fabrik. Die Fischfabrik. So, die machen wir natürlich nicht an die Arterie. Hätten wir beinahe an die Arterie gemacht, sondern hier ran. So, das ist das. Was haben wir hier? Entsorgungsanlage, die Müll in Energie umwandelt. Aha. Brauchen wir nicht. Wir haben momentan alles recycelt. Genau, hier wollte ich Fisch. Fischereilinien. So. Sardellen sind die Orangenen, die finden wir hier. Kommen wir hier raus? Ja. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. So, das sind Sardellen. Und dann das rote ist Lachs. So, das sollte reichen. Dann brauchen wir Violett sind Muscheln.
Oh, hier, die können wir auch biegen. Die können wir auch biegen. Das ist ja großartig. Oh, da kommen wir gar nicht weiter raus, oder? Nee. Und die blauen, das sind dann Thunfische. So. Was die Thunfische im Fluss machen, keine Ahnung. So, gehen wir auch mal wieder auf. Da. So, ich hoffe, das wird helfen. Ja, und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das mit dem Verkehr aussieht. Was haben wir für eine Fluss hier 66. Mal gucken, ob der besser wird jetzt dadurch, dass ich mehr Verbindungen habe. Müsste hier ja der Stau langsam abnehmen dann. Ich meine, der Stau ist nur auf einer Spur, ne? Es ist nur die Spur, die hier ins Industriegebiet reingeht. Es löst sich auch beim nächsten Kreisverkehr auf. Also vielleicht, wenn wir hier einfach die Auffahrt dicker machen, ein paar mehr Spuren reintun. Das ist jetzt einspurig. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Machen wir die mal zweispurig. Vielleicht sieht es dann schon besser aus. Können wir hier die Spuren ändern? Aber schon 2% bekommen. Das sinkt gerade wieder. Okay. Ja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall habe ich hier ein besseres Gefühl als in dem letzten Spiel, was den Verkehr angeht. Und zwar machen wir das mal so, dass die hier nur auf die Spur sollen. Die nur auf die Spur und die so. Die sollen hier bleiben, gut, damit das möglichst reibungslos geht. Wollen die alle zum Bahnhof? Geht eigentlich, also das mittlerweile geht's hier eigentlich auch ganz gut. Aber das ist ja auch nur der Personenbahnhof, ne? Der schlimme Bahnhof ist ja der hier. Autschen. Wir haben noch keinen Fisch, okay.
Die sind noch draußen hier, oder was? Die fahren hier rum und fischen. Ich meine, das Wetter ist sehr nordfriesisch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Es waren Touristen am Fischmarkt, aber Fisch wurde noch nicht verkauft. Na, was wir hier nicht haben, ist ein Deich so richtig. Ist ein bisschen schade, aber was soll's. Dass wir hier noch mal reinbauen können. Sind ein paar Straßen für ein paar Leute, die hier noch wohnen. So. Dann nehmen wir aber das niedrig besiedelte. Und hier sollten wir vielleicht noch einen Passagierbahnhof reinbauen für alleine für Leute aus dem Umland. Hier vielleicht? Nehmen wir diese historischen Findlinge. Passt der in den Kreisverkehr nicht wirklich. Dann packen wir die in den Park. Dann sind sie aus dem Weg. So, apropos Park, ich wollte unten noch den Zaun fixen. So. Also das ist schon mal gar keine schlechte Strecke. Fährt hier rein, aber das kriegen wir. Diese Schlaufe kriegen wir kürzer, glaube ich. So. Erstmal brauchen wir einen Passagierbahnhof. Mann, der ist laut. Der ist laut. Der ist laut. So, hier stört er niemanden, hoffe ich mal. Muss einmal hier rumgehen, ne? Hmm.
Nee. Der muss direkt hier hoch. Stopp. Ich brauche den gebogenen. Nein. Nein. So genau. Der hier muss eigentlich hier hoch. Machen wir dann von hier? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Ist zu nah dran. Und der kann aber hier durch. Und der kann hier durch. Was auch immer das soll. Hier braucht eigentlich keiner hin, sehe ich gerade. Weil da ist nichts, außer dieser Insel, wo noch nichts ist. Sag mal, wie kriegen wir das denn jetzt hier rüber gedreht? Also erstmal ist das hier viel zu steil, glaube ich. So. Gleich viel besser aus hier. Geht hier aber immer noch nicht rüber. Oh. Ah, das geht. Das geht. Dann machen wir halt einen Bahnübergang. Was soll's. So. Nicht schön, aber selten. Können wir hier andere Passagierlinien mit anbinden. Oh, wir können die drei zusammenbinden, glaube ich. Ach, das ist gar kein Passagierbahnhof. Okay, dann machen wir nur die zwei zusammen. Zurück geht's nicht mehr. Gut, dann haben wir das hier angebunden, auch wenn das hier quasi nur so eine Deichbahn ist, aber das ist ja in Dagebüll und Niebel auch nicht anders. Insofern passt das schon irgendwie. Und Wasser brauchen wir da auch. So, dann hoffen wir mal, wir haben dem Verkehr geholfen. Und dann können wir uns überlegen, wo wir noch Fischereien hinmachen wollen. Müssen wir eigentlich hier. Dann nehmen wir die Stege hier und packen die hier hinten hin. Plopp. Und noch ein Plopp. So. Hier. Und wir wollten Hydrokultur machen, nicht? Ja. Dupdidu. Können wir immer noch hier ranlegen, oder? So. So, jetzt liegen die direkt hier dran.
Die überschneiden sich ein bisschen, sehe ich gerade. Okay. Können wir das ändern? Jetzt überschneiden die sich nicht mehr. Gut. Haben wir nicht schon irgendwo anders einen Hyheimer Weg? Nehmen wir das mal die Fischereistraße. Fischerweg. Fischerweg. Fischerweg ist gut. So. So. Können wir hier irgendwie abkürzen? Das wäre. Oh mein Gott, 40 Minuten schon wieder. Dann würde ich mal sagen, machen wir wieder Schluss für heute. Und beim nächsten Mal werden wir dann begutachten, wie gut unsere Verkehrs- und Warenfixe funktionieren. Like das Video, wenn ihr das mochtet, und subscribe dem Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.